Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Don't Starve Together mit Nessa Elessa. Und wie ihr jetzt schon seht, wir sind im Startmenü. Was kann das bedeuten? Das hat Gründe. Wir sind schon wieder gestorben. Ja. Aber lass ich nicht vermeiden. Wir haben dazu gelernt. Denn wir haben den Tipp bekommen, dass wir doch den Spielmodus umstellen, sodass wir auch neu spawnen und nicht direkt das alles komplett neu starten müssen. Und wir haben eine kleine Taktik mit Arbeitsteilung und so weiter und so fort. Ja, das klingt jetzt toller, als es ist wahrscheinlich. Super, ne? Das klingt voll. Wir werden das mal ausprobieren. Ja. So, ich nehme wieder die Wendy und ich glaube, du nimmst wieder die Willow, ne? So sieht's aus, ja. So, los. Dann mal auf los. Die Canadian Boots habe ich wieder an. Oh, ich hab zufällig oder Skirt. Ich kann jetzt mal mein Skirt nehmen. Das habe ich beim letzten Mal. Oh, wir haben wahrscheinlich. Ich habe die Minimap hier drin. Oh. Hilfe, wo bin ich? Wo bist du? Man spawnt nicht mehr an dem Ort, wo wir. Genau, an dem Portal. Nur wenn man stirbt, kommt man aus dem Portal wieder, wie ich das jetzt verstanden habe. Oh no. Wo bist du denn? Ich bin hier. Hier ist. Also Savanne ist hier bei mir. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Hilfe. Ich weiß, also ja, hier war auch Savanne bei mir, aber ich sehe dich auf der Karte nicht. Ich dich auch nicht, aber hier ist so ein kleiner Weg. Oh, es ist schon voll spät. Ach du Scheiße. Moment. Ja, ich habe immerhin das Feuerzeug, aber das nützt mir jetzt auch nicht so arg viel. Ja, ich muss hier ganz schnell, ich muss Stein finden, damit ich... Ach du Scheiße. Ja, ich habe hier auch so einen Weg. Ist es so ein Halb... Steinweg habe ich hier und ein Grasweg. Ah, ja, ich auch. Warte. Moment mal. Ich gehe nach unten. Du gehst nach unten? Jetzt bin ich beim Gras. Ich gucke mal, ob du auf der Karte bist. Nee, bist du nicht. Ja, warte. Warte. Ich bin jetzt an der Kreuzung. Und hier sind Samen. Moment. An welcher Kreuzung? Von den beiden Wegen. Da! Hi! Ja! Hallo! Wir haben es geschafft! Okay, dann sind wir schon mal... Unser Leben ist gerettet. Ja, wir brauchen Stein. Also Gras haben wir schon genug. Wir brauchen wenigstens Stein oder so, damit wir irgendwie Feuer machen können. Oder wenigstens eine Axt. Ja. Links war Stein. Ich guck mal kurz. Hast du Holz schon? Oh nee, die Spinnen. Ja, ich hab. Ja, ich hab nur Stöckchen, da kann ich mir wenigstens eine Fackel machen. Oha, guck mal, was hier liegt. Moment mal. Hier ist eine Karotte. Hier auch. Was ist das? Oh, was ist das? Das ist, glaube ich, wieder sowas, was man auf dem Rücken tragen kann, ne? Wie hast du das letzte Mal gemacht? Weißt du es noch? War das Rechtsklick? Moment mal. Ja, ja. Okay, ja, ich glaube, wir lassen das. Nein, ich will es wieder ablegen. Ja, ich glaube, du musst auch darauf klicken oder so. Ich mach schon. Hallo? So, hallo, pass auf. Ich. Na toll. ich trage jetzt für immer diesen Marvel rum, oder was? Ja, richtig. Achso, wir haben jetzt übrigens das deutsche Sprachenpack, wie ihr seht. Ja! Ich gebe dir eine Fackel, ja? Ja, ich würde gerne meinen Marvel wieder los. Ach, ich bin ja doof. Hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Also ich hab's wirklich nicht gesehen. Ja, ich, Oh. Hast du schon ein Feuer? Ja, du hast eine Fackel, hast du. Ich hab leider noch keinen Stein gefunden für eine Axt. Ist das eine Karotte? Nein, das ist Blumen, ne? Autsch, das war wohl eine Rose. Okay, wenn du Hunger hast, sie hat die Karotte genommen. Ja, wenn du Hunger hast, ich habe Beeren und Karotten. Ja, so viel zum Thema Arbeitsteilung. Wir haben es natürlich genau richtig gemacht. Jetzt jeder macht alles. Ja, aber es ist mal wieder echt. Wir müssen auch ganz, ganz schnell eine Basis bauen eigentlich. Also so schnell wie möglich. Hier ist schon... Wir können jetzt mal gucken, wenn der Tag vorbei ist, dass wir direkt da, wo grün ist, wo nicht so viele komische Tiere sind, dass wir da direkt mal so eine Basis machen. Also ich weiß nicht, ob hier gerade... Ich glaube, hier ist auch grün, oder? Hier ist auch grün, glaube ich, ja. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall auch Gold und so, ne? Also um halt Farben. Ja. Ah, sehr gut. Stein! Ich habe Stein. Oh ja, wunderbar. Wie viele brauchen wir für ein Feuer? Wir brauchen erstmal eine Axt.
Und dann können wir Holz schlagen und damit können wir dann... Ja, ja, warte, hier. Ich hab Äste. Ich hab dir jetzt alle gegeben. Anders geht's ja nicht. Ja. Das ist ein bisschen doof, finde ich, dass man das nicht aufteilen kann. Ja, oder wir haben es halt noch nicht rausgefunden. Ja. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Ja. So, dann machen wir mal schnell hier Holz. Also das ist jetzt meine Aufgabe erstmal, glaube ich, mit dem Holz. Dann ja, ich sammle so die Kleinigkeiten, die hier rumliegen. Ja, Kleinigkeiten im Sinne von Essen. Essen und... Was eigentlich überhaupt keine Kleinigkeit ist, wie wir letztes Mal vielleicht gemerkt haben. Also ich meine ja, das Spiel heißt ja auch Don't Starve, ne? Ja. Das will man jetzt auch nicht außen vor lassen. So, wir sollten hier nach oben ein bisschen weiter erkunden oder nach unten. Vielleicht finden wir dann wieder Gold und so. Ja, Stein brauchen wir eh noch mehr. Ich meine, jetzt habe ich... genau, ich könnte eine... Ich mache eine Pickaxe, ja? Eine Spitzhacke. Very good. So. Ich bin hier oben in der Savanne, falls du mich suchst. Ja. Ja, noch sehe ich dich auf dem... Ja. Also die Minimap ist echt gut. Die solltest du dir auch holen. Ich habe die jetzt... Na, wenn ich das mal früher gewusst hätte, ne? Vielen Dank. Ja, ich habe das... das letzte Mal bin ich, also haben wir herausgefunden, dass da so ein Workshop-Ding gibt in der Community. Ja. Und dann, so ein bisschen die Mods durchgeguckt. Genau. Ja. Das ein oder andere ist wirklich, praktisch. Ganz gut. Also sollte man nicht... Ah, und wir sollten uns vielleicht einen Speer machen, dann könnten wir zumindest... Moment. Ach, einen Hammer könnten wir machen. Zerstört jede Art von Gegenständen. Aha. Okay. Moment mal. Wie können wir denn... Ich kann einen Grasschirm machen. Ein vornehmer und tragbarer Schutz. Ich glaube nicht, dass ich das mache. Okay. Und einen Burly-Fan mal wieder. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich das schon machen kann. So, pass auf. Ja, den brauche ich im Moment auch nicht wirklich, ne? So. Jetzt fühle ich mich besser mit meinem Hut. Ja, ich mache das aber auch mal. Es ist zwar Herbst, wie wir festgestellt haben, aber das heißt nicht, wurde... auch schon gesagt, dass es im Winter noch schlimmer wird. Ja, ich weiß nicht, ob sich das hier an den normalen Abläufen eines Jahres orientiert. Das heißt, dass man halt 365 Tage in einem hat. Wir sind jetzt an Tag 2, es ist früher Herbst, also wer weiß, was noch kommt. Sagen wir mal. Hier gibt es jetzt übrigens Musik. Ist dir das schon aufgefallen? Ja, bei mir kommt keine Musik. Bei mir ist so im Hintergrund so. Bei mir ein nicht. Bisschen. Oh. Ausgeschiedene Samen. Hallo. Können wir... Oder sollen wir hier mal irgendwie was bauen? Ich habe gerade... Ja. Ja. Aber wir haben ja noch nichts zum Bauen. Wir müssen ja erstmal die Science Machine bauen wahrscheinlich, ne? Ja, was brauchen wir dafür nochmal? Gold. Gold Gold und Stein und Holz. Also Stein habe ich jetzt schon genug. Wir müssen auf jeden Fall Gold finden. Also ich habe jetzt, im Moment habe ich 11 Holz. Gleich habe ich mehr. Okay. Ich habe schon genug 13. Stein auf jeden Fall. Ich bin hier an der Küste, ich bin hier an der Küste lang gegangen, falls du mich suchst, falls wir uns nicht mehr sehen. Das Meer finde ich total cool animiert hier mit diesen Kringeln. Ja, das stimmt. Ist lustig. Ich habe gesehen, ach, Moment, wann kommt das denn? Wie heißt das? Nightmare Before Christmas? Ich glaube, das kam jetzt dieses Wochenende. Da muss ich wieder dran denken, dass das hier so ein bisschen wie Tim Burton ist. Ja. Stimmt, ja. Ja, die Frisur ist halt auch so total so und dass die Kopfform immer so ein bisschen... Das ist ja bei Alice im Wunderland auch so, dass die Kopfform so ganz komisch ist, auch bei der Königin, die ja immer seine Frau spielt. Ne? Helena Bonham Carter ist ja die Ehefrau von Tim Burton. Ah. Kein Wunder, dass sie in jedem Film... Wow. Würde ich aber auch so machen an deren Stelle, ne? Kannst du immer zusammenarbeiten. Das ist auf jeden Fall ein Wissen, was ich noch nicht hatte. Ja. Na, ich hatte da mal so ein bisschen recherchiert sozusagen. Ja. Weil ich mal wissen wollte, was das so für ein Typ ist. Und dann kam irgendwie, das ist eine der ersten Informationen, die ich gefunden habe, war dann irgendwie... Dass seine Frau in allen Filmen mitspielt. Ja. So, jetzt kann ich mir doch wieder so einen wunderschönen... Okay, wir brauchen Gold. Gold. Wir brauchen wieder so eine Mine, müssen wir auf jeden Fall finden. Ja, also ich finde, jetzt kann man uns gut unterscheiden. Ich bin das Blumenmädchen, du bist der Strohhutmann. Genau, der Strohhutmann, hallo.
Genau das habe ich nicht gesagt. Da ist noch Stein, ja genau. Okay, ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, dass wir alles so durcheinander sammeln. Ich glaube, das ist ganz gut. Im Endeffekt. Ja, im Moment sieht es noch ganz gut aus vom Essen. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nirgends hinkommen, wo es ja wieder nichts gibt. Und ich glaube auch, dass es irgendwie besser ist, allgemein, wenn wir... Ich glaube, die Pilze kann man wenigstens wieder braten. Ja. Ja, wenn wir nicht wieder dahin zurückgehen, wo wir schon waren. Ja. Also wir haben es ja letztes Mal immer so gemacht, dass wir so geguckt haben, wo ist das Portal und dann wieder da so in die Richtung. Jetzt aber wissen wir ja auch gar nicht, wo das Portal ist. Ja, ich glaube, das bringt es sozusagen nicht unbedingt, weil man ja gucken muss, dass man irgendwo ist, wo es halt auch noch Essen gibt. Das sieht so cool aus, wie wir hier laufen. Ja, so jump, 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 jump. Da ist Gold, da ist Gold. Gegenüber. Wir müssen darüber. Gut, hier ist noch Stein. Willst du den noch abbauen? Moment, ja. Also hier bei mir. Ah, ja. Habe ich gar nicht gesehen. Ist hier noch Gras halt, keine Ahnung, ob ich jetzt noch so viel Gras brauche. Ich kann mir wieder einen Grass-Suit machen. Ich auch, glaube ich. Bin mir gerade gar nicht sicher. Wer jeder weiß, wie viel das bringt hier. Aber hey, immerhin habe ich es jetzt. Okay, du hast noch eine Fackel, ne? Ich habe dir mal eine Fackel gegeben, auf jeden Fall. Ah, du kannst auch ein Lagerfeuer machen, okay. Aber mit der Fackel können wir ein bisschen laufen. Dann können wir zum... da ist noch mehr Gold. Wir müssen auf jeden Fall auf die andere Seite. Ja, dann gucken wir mal, wie hier, das hier, geht. Hier, wir sacken die Karte. Ah ja, genau. Hier. Die sagt, dass es hier rüber geht. Wunderbar. Ja, voll gut. Dann können wir direkt die Science Machine bauen. Ja, hier ist ja auch grün nebendran. Ja, das ist perfekt. Ja. Gut, bau mal kurz das Licht. Hier so. Oh, ich kann jetzt auch gerade gar nichts machen. Ist ja in dem Fall ja auch wurscht, ne? Also. Müssen wir kurz warten. Selbst ist lustig, weil teilweise die Sprache immer noch auf Englisch ist. Also wenn ich was machen will, es ist noch unequipped. Und dann steht aber drüber Kranz oder Grasbrust. Ah doch, ich habe tatsächlich noch eine Fackel. Wo war die denn? Ich muss noch kochen. Ja, ich habe die dir einfach gegeben. Ah, ich wollte auch noch kochen. Karotten? Genau, Karotten habe ich auch ganz viel gemacht. Ich frage mich, ob das Feuer dadurch weniger wird, wenn man hier so viel kocht, aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. So, den Grünkappe koche ich jetzt auch mal. Ja, ich glaube, gekocht kann man den essen. Ich meine, jetzt könnten... Das sagst du wieder so mit den Sternen. Ja, aber jetzt könnten wir es ja ausprobieren, weil wir ja nicht sterben... Also, ne, wir respawnen, ja. Ja, wir sind jetzt nämlich solche Cheater, die... So, perfekt. Okay, ich habe ihn gegessen. Dir geht's gut. Ich lebe noch. Ist alles okay. Gut, so, ich muss mir mal eine Spitzhacke neu machen. Wobei... Nee, deine macht keine Anstalten. Ja, also die Karotten in gekochtem Zustand bringen auf jeden Fall deutlich mehr. Ja. Ist der Magen fast voll? Ich mach das noch gleich. Ich habe jetzt Beeren eben gegessen, weil die ja so schnell schlecht werden. Ja, die Samen, die bleiben länger, ne? Die... Ja. Wie sieht's denn aus mit der Science Machine? Also zwei eingeschliffener Stein. Ich habe genug Gold und ich habe genug Stein. Also mir fehlt nur Holz. Aber wir müssen die Science Machine dahin bauen, wo wir eine Basis bauen. Okay. Genau, ich dachte vielleicht bei dem grünen. Ja. Hier unten so. Das sieht so geil aus, wie wir hier laufen. Hier wir so können vielleicht. Ja hier so, ja genau, dann sind wir da beim nächsten Gold so und hier ist gut, hier ist gut. Ja. Magst du mir Holz geben? Ja, ich weiß jetzt auch, wie man geben kann. Wow! Das ist nicht toll. Okay. Bam. So, dann können wir auch direkt mal gucken, was wir so alles, wofür wir alles so brauchen. Selbst ich weiß noch nicht alles, sagt sie jetzt. Werkzeuge. Eine Schaufel? Eine Forke? Warte, wir brauchen einen Speer. Wir brauchen auf jeden Fall einen Speer. Da, ein Speer. Benutze. Wir brauchen Seil. Wie kriegt man nochmal Seil? Sorry, ich bin gerade abgelenkt, weil ich hier einen Rasierer herstellen kann. Rasiert deinen Bart. Prototyp. Wir machen mal Seil. So, und jetzt können wir nämlich einen Speer machen. Und ich glaube, mit dem Speer... Können wir die Büffel jagen? Oder hier. Oh, warte. Hier sowas. Also, warte. Ach, scheiße. Warte, wo ist das nächste Tier? Warte. Ich möchte ein Tier jagen. Also, im Spiel.
Nicht in echt. Da. Oder da. Nee, geht gar nicht. Na gut, ich habe gedacht, man könnte den Speer schmeißen. Das ist vielleicht dann eher so zur Verteidigung gedacht. Wahrscheinlich. Als... So, aber wir könnten Grasschirm, vornehmer und tragbarer Schutz. Okay. Kompass. Rucksack, damit kannst du mehr Zeug tragen. Okay. Ist so cool. Was gibt's noch? Vogelfalle. Dafür brauchen wir Spinnenweben, da müssen wir Spinnen töten. Ja, wir haben ja vorhin schon welche gesehen, zumindest zwei. Zum Fangen fliegender Kreaturen. Käfernetz zum Fangen von Käfern und Angelrute. Dann könnten wir... Wir brauchen auf jeden Fall Spinnennetz. Wir sind ja nah am Wasser, oder? Ja, ich glaube schon. Ich habe mal noch ein bisschen Holz hier. Ja. Die Axt ist ja eh gleich tot. Ja, genau jetzt. Oh, schade. Eins zu früh. Warte, ich guck mal hier oben noch weiter. Ich hole mal noch ein bisschen Stein. Oh, brauche ich ja gar nicht. So. Die Kiefernzapfen kann man nicht essen, oder? Doch, die kann man, glaube ich... Nee, die kann man einpflanzen. Ja, weil wir brauchen demnächst wieder Essen, befürchte ich. Ich habe noch 7 Karotten. Gekochte. Ich hab null gekochte. Essen. Gekochte. Okay. Kann ich mir irgendwas auf der Minimap... Nee, kann ich nicht, aber ich weiß ungefähr, wo unsere... Gehe zu Erdloch, was ist das? Oh, nein. Untersuche Erdloch. Runter, runter in die Tiefen. Okay, schön. Ist das dann... Wir sind alle so ein bisschen deprimiert, ne? Oh, guck mal, wie viel Stein hier ist. Ja. Wir sollten wir mal... Wir brauchen auf jeden Fall Spinnen. Spinnen. Anpflanzen. Ja, genau. Ach, wie... Oh, guck mal hier. Was ist das? Oh, oh, was ist das? Tallbird. Hier, die Alter! Sind. Alter! Hilfe! 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 Oh, 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 oh. Alter, sind die schnell! Alter, sind die schnell! La, 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 la. Okay. Wir haben mal wieder eine Erfahrung gemacht. Also diese böse. Hier ist Gold drin, übrigens. Ah ja, hier. Vielleicht sollten wir noch mal kurz zu den Spinnen zurückgehen. Wenn wir noch wissen, wo die sind? Nee. Also ich weiß nicht, wo die sind. Auf jeden Fall auf der anderen Seite vom Fluss, aber genau könnte ich es dir jetzt nicht sagen. Ja. Ist das überhaupt Gold? Da war Gold bei, ja. Ich habe, ja, okay. Ich habe 10 Gold. Was hat deine gesagt mit Brennen? Ach, sie will wieder irgendwas anbrennen und was nicht. Ach so, ja, die ist ja so. Die ist ja so feuerverliebt. Die ist ja so verrückt drauf. Warte, die Samen. Genau, Samen. Wenn du was zu essen brauchst, ne? Ich hab auf jeden Fall noch. Oh, was ist das hier? Aber wir können noch mal versuchen. Interessant. Feuerstein. Mal versuchen, Karotten anzupflanzen. Was ist das hier oben? Ja, das könnten wir mal machen. Was ist das hier? Geh zu Suspicious. Marble, okay. Es fehlt mir geschnittenes Gras für ein Feuer. Oh, ich hab Gras. Ich hab 6 Gras. Ja, dann können wir das doch hier mal kurz. Okay, und dann mache ich das Feuer bei Gelegenheit. Oh, da oben sind Beeren. Finden wir überhaupt unsere Maschine wieder, oder? Ja, ja, ich hab ja. Ich weiß ungefähr, wo die war. Okay. Ich verlasse mich da ganz auf dich. Sehr gut. Oh, die Verantwortung liegt bei dir. Hier ist wieder irgendwie... Ein Grab. Gräber. This is fine. Hier sind wieder Bären. I like to be dead. Wie sieht dein Essensstatus aus? I like being dead. Huh? Wie sieht dein Essensstatus aus? Ja, nicht so der Burner. Ich würde jetzt gerne was anpflanzen. Okay. Oh, hier sind ganz andere Bäume. Ja. Was brauchen wir denn nochmal zum Anpflanzen? Wir müssen nochmal kurz zurück, ne? Ja. Okay. Leider nur in der Science-Maschine das irgendwie machen. Okay, komm. Also, ach, du bist da ja oben. Du bist ja schon, ich bin da oben. Hallo. Hier lang müssen wir. Ein Teich. Ja, es gibt noch so viel zu entdecken. Ich glaube, wir haben hier irgendwie so an der Oberfläche gekratzt irgendwie. Ja, wir können auch. Oh, 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 oh.
Licht? Wo ist mein... Okay. Wir müssen hier lang. Ich öffne mal die Minimap. So, wenn wir da sind, können wir dann auch mal die Folge beenden. Ja. Dass wir uns hier nicht wieder verzetteln von lauter nicht sterben. Wir achten jetzt da drauf. Ja. Wir sind ja lernfähig, ne? Also ich finde, wir haben uns heute schon besser geschlagen. Das sagen wir zwar in jedem neuen Anlauf, aber... Ja, das wird schon. Also in Folge 517 seht ihr dann, wie wir Tag 10 überleben. Freut euch drauf. Das kommt dann in 2 Jahren raus. Okay, ich würde dann sagen, das war's mit dieser Folge. Don't Starve Together. Leider, aber... Ja, aber in 2 Tagen seht ihr uns ja wieder. Und bis dahin, mach's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.